And then when we come to nations, the same is true. Dasselbe gilt für ganze Nationen. Ich war einmal in Neuseeland, ein Land, das ich sehr gut kenne und das ich schon mindestens 10-mal besucht habe. Ich liebe die Neuseeländer und ich befand mich dort vor einigen Jahren einmal in einer Veranstaltung und lehrte über dieses Thema. Und sie fragten mich, was ist denn der Starke über Neuseeland? Ich erwiderte, es ist nicht meine Aufgabe, euch das zu sagen, es ist eure Aufgabe, es rauszufinden. Es waren ja alles Leiter. Und sie fragten weiter. Und deshalb dachte ich, Gott, vielleicht zeigst du es mir ja. Und ich hatte den Eindruck, dass Gott es mir tatsächlich zeigte. Ein Freund von mir, ein bekannter neuseeländischer Christ, war etwas verspätet zu dieser Veranstaltung gekommen. Er saß ganz hinten im Saal und seine Tochter saß neben ihm. Schließlich drängten die Leute mich und ich sagte, wenn ihr es wissen wollt, ich glaube, der Starke über Neuseeland ist Gleichgültigkeit. Es sind sehr herzliche, freundliche Menschen, aber in gewisser Weise nehmen sie das Leben nicht ernst. Sie haben die Einstellung, irgendwie wird am Ende alles gut ausgehen, es wird schon werden. Der Mann, der verspätet in die Veranstaltung gekommen war und ganz hinten saß, drehte sich in dem Augenblick, als ich das sagte, zu seiner Tochter und sagte, es ist Gleichgültigkeit. Ich muss sagen, dass es seit jener Zeit bis heute mit Neuseeland im Grunde in politischer, sozialer und geistlicher Hinsicht abwärts geht. Was ist das Problem? Gleichgültigkeit. Solange sich die neuseeländischen Christen diesem Problem nicht stellen, werden sie meiner Meinung nach nicht in der Lage sein, in angemessener Weise etwas gegen die Gesamtsituation zu unternehmen. Ich bin jetzt mutig und sage noch etwas. Ich war auch in Australien und wurde dort mit derselben Frage konfrontiert. Ich sagte, wenn ihr wissen wollt, was ich glaube, das geistliche Problem in Australien ist Ablehnung. Bei den Australiern muss man etwas vorsichtig sein mit dem, was man sagt, aber Australien wurde als Sträflingskolonie gegründet. Gefangene hatten die Chance bekommen oder waren dazu gezwungen worden, nach Australien zu gehen. Deshalb macht man die Feststellung, dass im Denken des australischen Volkes im Hintergrund immer dieses Gefühl mitschwingt, wir waren Ausgestoßene, wir waren abgelehnt. Und Gott schenkte einem neuseeländischen Bruder in Australien eine wunderbare Prophetie, als ich in Australien über dieses Thema lehrte. Er sagte, Gott wird diese Nation heilen. Gott hat Erbarmen mit ihr. Gott bezeichne die Nation als eine Nation, die in Ketten geboren wurde, aber er werde diese Ketten brechen. Ich glaube das. Ich glaube, dass in naher Zukunft eine gewaltige Erweckung in Australien ausbrechen wird. Wir könnten noch weitermachen. Was ist der Starke über den USA? Natürlich wirken viele Kräfte in der Nation, aber ich würde sagen, im Wesentlichen ist es Rebellion. Die USA wurden in Rebellion geboren. Es ist schon etwas Erstaunliches. In der Geschichte sprechen wir Briten vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, aber die Amerikaner selbst reden von der amerikanischen Revolution. Das ist schon erstaunlich. Ich kritisiere jene, die damals revoltierten, nicht. Wenn ich zur Zeit von George Washington Brite gewesen wäre, hätte ich dasselbe getan. Aber es ist und bleibt nun mal eine Tatsache, dass die Nation in Rebellion geboren wurde. Und es gibt noch etwas, das sehr eng mit Rebellion zusammenhängt. Was meine ich? Rebellion ist wie die Sünde der Zauberei. Die andere starke Macht über den Vereinigten Staaten ist Zauberei. Das sind nur einfache Beispiele. Oh Herr, wie bin ich denn da hineingeraten? Wie dem auch sei. Was ist das Problem in Großbritannien? Wisst ihr, die Briten sind komplizierte Leute. Das kann man deshalb nicht so in einem Satz sagen. Ich sage den Leuten immer, wenn ihr den Unterschied zwischen den Amerikanern und den Briten wissen wollt, und ich bin ja selbst beides, die Amerikaner erzählen dir, wie gut sie sind, aber die Briten erwarten von dir, dass du das weißt, ohne dass sie es dir sagen. Ich zweifle nicht daran, dass der Starke über Großbritannien der Stolz ist. Ich sage das nicht aus Kritik heraus, ich möchte es lediglich diagnostizieren, damit etwas gegen das Problem unternommen werden kann.